Seit Sonntag letzter Woche ist es Gewissheit, Goran Djurecin wurde als Rapid Wien Trainer gefeuert, mit Didi Kübauer sein Nachfolger nur zwei Tage später installiert. Djurecin wurde von den Fans teilweise unter der Gürtellinie angegriffen, verspottet und gedemütigt. Eine Woche nach der Entlassung spricht der geschasste Trainer erstmals darüber. Der 43-Jährige gibt zu, dass die harte Zeit sogar seinen Körper in Mitleidenschaft gezogen hat. Es war eine harte Geschichte, auch der Körper meldet sich. Ich habe nur an Rapid gedacht, war ständig auf 180. In dem Teufelskreis war ich gefangen, verrät Djurecin der Krone. Zwar sei er nicht glücklich über das Aus beim Verein, seine Ängsten seien es aber schon, die Familie ist wirklich erleichtert, dass ich nicht mehr Rapid-Trainer bin. Die ganzen Anfeindungen haben sie auch belastet, das habe ich unterschätzt, SK Rapid Wien, die Noten gegen Glasgow Rangers. Der SK Rapid Wien geht in Glasgow in Führung, muss aber durch späte Tore eine Niederlage hinnehmen. Fox benotet die Rapid-Spieler, Richard Strebinger, Note ist gleich 2, wie so oft in den letzten Wochen ein starker Rückhalt für Rapid. War bei hohen Wellen immer sicher und rettete in der 68. Minute gegen Ejera in Extremis. Bei den Gegentoren machtlos. Marvin Potzmann, Note ist gleich 5, hatte große Probleme auf seiner Seite. War mit Schuld am 1:1. Sein Stellungsfehler ermöglichte es Tavernier, ungehindert zu flanken. Ballverlust vor dem 1:3. Offensiv nicht vorhanden. Mario Sonnleitner, Note ist gleich 3,5. Der Routinier war vor allem in der zweiten Halbzeit ein Fels in Brandung. Bis zu der verflixten 83. Minute, als er gegen Morelos zu spät kam und den Elfer verschuldete. Matteo Barac, Note ist gleich 3, für den Kroaten war das Spiel bereits nach einer halben Stunde beendet. Er krachte bei einem Klärungsversuch mit Morelos zusammen und verließ das Feld blutüberströmt. Bis dahin eine solide Partie ohne Fehler. Mert Müldür, Note ist gleich 3, der erst 19-jährige Außenverteidiger machte seine Sache passabel. Profitierte auch davon, dass die Rangers häufig über die andere Seite kamen. Trat offensiv kaum in Erscheinung. Dejan Ljubicic, Note ist gleich 3,5. Die auffälligste Aktion des Youngsters war keine rühmliche, er vertändelte im Mittelfeld den Ball, was letztlich Sonnleitner in Bedrängnis brachte und zum Elfmeter für die Rangers führte. Ansonsten solide. Stefan Schwab, Note ist gleich 3, der Kapitän ging gewohnt voran und rieb sich im Mittelfeld auf. Konnte den Druck der Schotten in Hälfte 2 aber auch nicht eindämmen. Andrei Ivan, Note ist gleich 3, seine Schnelligkeit wurde nur einmal wirklich eingesetzt, beim Führungsstar, das der Rumäne mit einer Hereingabe vorbereitete. Die Abseitsposition, aus der er gestartet war, übersah das Schiedsrichterteam. Ging in der 58. für Alar. Thomas Murk, Note ist gleich 2,5, sehr bemüht, ging mit hoher Intensität in die Zweikämpfe und steckte vor dem Führungsstar schön auf Ivan durch. Tauchte in der zweiten Halbzeit aber unter. Veton Berisha, Note ist gleich 2, wie immer mit starker kämpferischer Leistung, auch in der Rückwärtsbewegung. Zudem vorne eiskalt seine Chance zum Führungstreffer genutzt. In der 72. Minute für Bolin Gulli ausgewechselt. Andrija Pavlovic, Note ist gleich 3,5, konnte hin und wieder seinen Körper gut einsetzen, insgesamt aber von seinen Kollegen zu wenig gefüttert. Noch nicht wirklich ins Spiel der Hütteldorfer eingebunden. Christopher Dibon, Note ist gleich 3, kam nach einer halben Stunde für Barac und stand damit erstmals seit dem 1. Juni 2017 wieder für die Kampfmannschaft von Rapid auf dem Platz. Man merkte ihm die lange Verletzungspause kaum an. Deni Alla, Note ist gleich 4, kam in der 58. Minute für Ivan in die Partie, blieb aber wirkungslos und konnte die Offensive nicht beleben.
Goran Djuricin, ich habe Rapid auch aus dem Keller geholt. Djuricin wurde von den Fans ausgestoßen, die Gogo-Rausrufe gehörten zum Repertoire der Fangesänge. Gebrochen hat ihn das nicht, ich will Trainer bleiben. Ich liebe diesen Job. Auch wenn Djuricin Fehler zugibt, ich muss reflektieren, wo meine Fehler waren. Die habe ich natürlich gemacht. Aber ich habe Rapid auch aus dem Keller geholt. Vielleicht waren wir zu sehr auf die Europa League fokussiert. SK Rapid Wien Djuricin wünscht Kühlbauer alles Gute apropos Europa League. Da hat sein Nachfolger Didi Kühlbauer gegen die Glasgow Rangers sein erstes Spiel verloren. Djuricin wünscht ihm aber alles Gute, ich gönne ihm von Herzen, dass es klappt. Er passt jetzt perfekt. Fans und Vorstand stehen hinter ihm, Rapid Wien in der Gruppenphase der Europa League, Spielplan, Termine, Paarungen. Die Gruppenphase der Europa League besteht aus 6 Spieltagen, wobei alle 4 Teams in einem Hin- und einem Rückspiel aufeinandertreffen. Datum Runde Gegner Anstoß Ergebnis Spielort 20. September 1. Spieltag Spartak Moskau 2:0 Wien 4. Oktober 2. Spieltag Glasgow Rangers 1:3 Glasgow 25. Oktober 3. Spieltag Villarreal 21.00 Villarreal 8. November 4. Spieltag Villarreal 18.55 Wien 29. November 5. Spieltag Spartak Moskau 16.50 Moskau 13. Dezember 6. Spieltag Glasgow Rangers 18.55 Wien Werbung Werbung.